freundlich, verwuselt, ein bisschen dickköpfig, aber ein großartiger Familienhund. Ja, wir reden vom Beagle. Warum der schlaue Spürhund früher in Satteltaschen gesteckt wurde und worauf ihr achten solltet, wenn ihr euer Leben mit einem Beagle teilt, erfahrt ihr jetzt im Rasseporträt Beagle. Der Beagle stammt aus Großbritannien und hat dort eine alte Tradition. Seine Urahnen sind wahrscheinlich die sogenannten Hubertushunde, die die Normannen bei der Eroberung von England mit auf die Insel brachten. Aus Kreuzungen mit den südfranzösischen Southern Hounds entstand dann spätestens in der Tudor-Zeit der Beagle. Erwähnt wird er das erste Mal in einer Chronik von Heinrich dem VIII. Am königlichen Hof wurde er in der Meute als Treib- und Schlepphund eingesetzt, vor allem bei der Kaninchenjagd. Damals waren die Beagle so klein, dass sie in der Satteltasche der Jäger Platz fanden oder sogar in ihren Jackentaschen. Im Jahr 1890 wurde der Beagle vom British Kennel Club als eigenständige Rasse etabliert. In den 1970ern war es sogar die beliebteste Hunderasse in Großbritannien. Ein kleiner Sprung in die Gegenwart. Wenn euch die Top 10 der beliebtesten Hunderassen 2020 in Deutschland interessieren, dann schaut unbedingt auf unserem Kanal vorbei. Und da gibt es auch noch mehr Rasseporträts. Und mit einem Klick auf das Abo-Glöckchen werdet ihr sicher keins mehr verpassen. Der mittelgroße Beagle ist kompakt, muskulös, mit eher kurzen Beinen und einer starken, hoch angesetzten Rute. Mit einer Schulterhöhe zwischen 33 und 40 cm und einem Gewicht von 9 bis 18 Kilo ist er schon ein strammes Bürschchen. Besonders charakteristisch der längliche Kopf mit den tief angesetzten, abgerundeten Schlappohren und sanfte braune Augen. Das kurze, dichte Fell kommt in verschiedenen Farben vor. Entweder dreifarbig in schwarz-weiß-braun oder blau-weiß-braun oder zweifarbig in weiß mit braun, rot oder gelb. Die Spitze der Rute muss übrigens immer weiß sein. Das ist besonders praktisch, wenn der aktive Beagle mal wieder durchs Unterholz wuselt und ihr die fröhlich wedelnde Schwanzspitze von überall her sehen könnt. Dann zeigt sich nämlich auch sein ausgeprägter Jagdtrieb und die besondere Spürnase. Das macht den intelligenten Vierbeiner zur Idealbesetzung in Suchteams. Der Beagle verfolgt seine Ziele selbstbewusst und energisch, fast schon verbissen. Aber er bleibt immer freundlich, denn der Beagle ist eher sozial und gerne in Gesellschaft. Das macht ihn zu einem tollen Familienhund. Er kommt super gut mit Kindern aus und mag auch andere Hunde. Selbst zu Fremden ist er total lieb, deswegen eignet er sich nicht so gut als Wachhund. Aber wegen der sozialen Ader werden Beagle immer häufiger als Therapiehunde eingesetzt. Der Beagle ist außerdem ganz schön verfressen, daher solltet ihr gut darauf achten, was er kriegt und wie viel Bewegung er bekommt. Denn davon braucht er eine Menge. Er freut sich über ausdauernde Spaziergänge, Agility-Training oder Schnüffelaufgaben. Auch mit Intelligenzspielzeugen beschäftigt sich diese kluge Rasse ausdauernd. Der Beagle ist gerne bei allem mit dabei und freut sich über Action in der Familie. Dank seiner Größe kann er in der Wohnung gehalten werden, wenn er genug Auslauf bekommen kann. Ein sicher eingezäunter Garten wäre empfehlenswert. Und der Zaun sollte nicht so niedrig sein, denn hat ein Beagle eine spannende Spur aufgenommen, möchte er erstmal hinterher. Sein kleiner Dickkopf bedarf einer konsequenten Erziehung, sonst testet der Beagle gerne mal seine Grenzen aus und versucht, die Rudelführung zu übernehmen. Das Wichtigste ist, dass die Schnüffelnase auf Abruf sofort zu euch zurückkommt, egal wie verführerisch die Kaninchenspur gerade duften sollte. Mit Durchsetzungsvermögen und viel Geduld könnt ihr einen treuen, liebevollen Freund fürs Leben gewinnen. Das kurze Fell ist zum Glück sehr pflegeleicht, aber die hübschen Schlappohren brauchen viel Aufmerksamkeit. Sie neigen zu Entzündungen und sollten daher regelmäßig kontrolliert und gesäubert werden. Habt außerdem auch ein Auge auf die schlanke Linie. Als kleiner Vielfraß neigt der Beagle zu Übergewicht. Hier könnt ihr aber mit einer kontrollierten Fütterung und viel Bewegung gegensteuern. Habt ihr einen Beagle an eurer Seite? Teilt doch eure schönsten Geschichten mit uns in den Kommentaren. Wir sagen auf Wiederwurf und bis zum nächsten Mal.